Guten Morgen. Ich habe seit 2 Wochen ein Experiment am Start, womit ich 5 Kilo abgenommen habe und das möchte ich euch heute vorstellen. Es ist nicht neu für mich, aber es ist neu innerhalb der Rohkost. Es geht natürlich in erster Linie um das Essen. Und das Essen, unsere Nahrungsaufnahme, da gibt es zum einen das, wie wir geprägt worden sind, also durch quasi unsere, man kann schon sagen, durch unsere Kultur. Es gibt auch so diese sogenannte Essenskultur, aber hier ist das weiter gemeint. Also das ist wirklich tatsächlich unsere gesellschaftliche Kultur gemeint. Das ist unsere Prägung, die ausgehend von der Gesellschaft ist. Und dann gibt es natürlich das Evolutionäre. Evolutionäre. Das ist das, ja, wie man quasi gegessen hat, wo noch nicht, wo so die Kultur noch gar nicht so entstanden war. Und das ist halt, ich sag einfach mal, reinhauen. Das war so, wie wir... Oh, die Gitarrentasche ist runtergefallen. Okay, ja, reinhauen. Und ja, dieses Reinhauen, das war halt so, wie wir das von früher her kannten. Also, das heißt, wir kannten es nicht, aber wie wir Menschen das getan haben. Wir waren auf der Suche nach Nahrung und dann haben wir irgendwo etwas Nahrung gefunden und wir haben uns da drauf gestürzt und haben das gegessen, ja, bis wir dann eben satt waren und ja, dann sind wir weiter gestreift. Wir waren ja noch nicht sesshaft, wir waren ja noch keine Nomaden. Also wir waren noch Nomaden und vorher waren wir irgendwelche Halbaffen. Und da haben wir quasi keine Lagerung oder in irgendeiner Form, wie wir das heute kennen, so eine Lagerhaltung, das hatten wir alles nicht, ne? Also kein Lager. Und genau, und damals war es auch so, dass wir, wo wir noch die Halbaffen waren und ja, vermehrt auch noch die Nomaden, dass es diese Gewichtsprobleme, die wir heute zu Genüge gerade in Deutschland, Amerika, in allen industriellen Ländern haben, bei großen Schichten der Bevölkerung, die gab es damals nicht. Also wirkliche Gewichtsprobleme. Gewichtsprobleme, die gab es nicht. Ja? Hatten wir alles nicht. Wir hatten keine Gewichtsprobleme. Und ja, da war auch nicht der Gedanke daran, dass wir, was wir essen oder dieses ganze, dieses Durchdenken, diese ganze Unsicherheit, die wir heutzutage mit der Ernährung haben, die uns auch stresst, weil wir nicht wissen, ob wir alles optimal machen. Und das gab es damals auch nicht. Das war damals die Zeit des Reinhauens. Ne? Da hat man einfach das gegessen. Da gab es keine Unsicherheit. Da hat man das gegessen, was verfügbar war. Das war die Zeit damals. So, und dann war es so, man hat dann irgendwie einen Strauch gefunden und hat sich dann an diesem Strauch wirklich satt gegessen. Man hat da nicht gesagt, okay, das ist jetzt mein Mittagbrot, jetzt muss ich ja erstmal Abendbrot essen. Ne? Das, oder ich habe noch ein Abendbrot, was gegessen werden muss. Oder esse ich vielleicht nicht so viel, oder ich esse zum Frühstück das, zum Mittag das, zum Abend das, früh ist wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler oder andersrum und hat sich da irgendwie Gedanken gemacht, sondern man hat einfach sich satt gegessen. Das war, man hat sich satt gegessen. Man hat so lange gegessen, so dann es denn verfügbar war, bis man satt war. Bis man wirklich komplett satt war. Und ja, und das war sozusagen die Zeit des Reinhauens. Unsere grundsätzliche auch für unsere Veranlagung, denn evolutionär ändert sich in 5, 10, 20.000 Jahren gar nicht so viel. Ja, viele denken, boah, das ist ja schon so lange her. Evolutionstechnisch sind wir noch genauso designt worden vom Universum, wie das damals der Fall gewesen ist. Aber jetzt sieht eben das anders aus. Denn wir haben, unsere Kultur sagt, ja bitte, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Oder vielleicht sogar ja, noch Kaffee trinken und snacken und so weiter. Und ja, und das ist eben nicht artgerecht. Es ist nicht artgerecht. Also nicht wie es unserer Art entspricht. Nicht so wie es natürlich designt worden ist, sondern das ist durch unsere Kultur gekommen. Und dann ist es oftmals so, dass wir
Ja, dass wir einfach snacken, dass wir einfach nicht nach unserem Hunger gehen, dass wir überhaupt gar nicht mehr wissen, was Hunger ist, sondern wir snacken einfach. Oh, das ist lecker, das schmeckt gut, da esse ich doch mal was davon. Oder dann nasche ich einfach mal ein paar Sprossen, das ist ja gesund. Und solche Dinge sind in unserem Leben absolut etabliert. Und ja, man hat also nicht zwangsläufig bei diesem Essverhalten ein Sattgefühl. Also man ist nicht unbedingt immer zu jeder Mahlzeit satt. Die Frage ist sowieso, dieses Sattgefühl, ich sagte das gerade schon, aufgrund unserer vielfältigen Ernährungsprobleme und sehr viele haben Essstörungen, ist dieses Sattgefühl von damals ein ganz anderes, was das Sattgefühl von heute ist. Und das muss man eben auch da inkludieren. Und entsprechend durch unsere Kultur kommt es eben dann zu dem, was wir hier wirklich alle bei uns in Deutschland beobachten können, ich selber auch erlebt habe, Gewichtsprobleme. Ja? Die Gewichtsprobleme, die gibt es hier. Die gibt es in dieser Kultur. Die Gewichtsprobleme, die gab es zu der damaligen Zeit eben nicht. Das Problem ist vielfältig. Fangen wir mal so an. Es gibt auch eine Studie, um gleich erstmal eine Sache komplett zu widerlegen. Die Studie verlinke ich euch unten. Ich blende euch auch vielleicht mal den Kernsatz hier ein. Es geht darum, dass mehrere Mahlzeiten pro Tag, wie oftmals propagiert wird, um abzunehmen, dass man sozusagen nie Hunger leidet und immer mal ein bisschen was isst und keine Heiß- und Hungerattacken bekommt, dass man dann sozusagen leichter abnehmen kann. Das ist widerlegt, das ist totaler Unsinn. Wie gesagt, diese Studie, die möchte ich euch auf jeden Fall unten verlinken. Und also das heißt, viele Mahlzeiten pro Tag führt nicht dazu, dass man Gewicht verliert. Das hier ist falsch. Das ist falsch, das ist widerlegt und da könnt ihr wirklich komplett von Abschied nehmen. Vielmehr ist es nämlich so, wenn ihr sehr viele Mahlzeiten esst, tut euer Insulinspiegel immer wieder nach oben fahren bzw. bleibt konstant oben, je nachdem wie viele Mahlzeiten ihr esst. Daraus ist ja dann auch dieses, das Fasten, ja, das habe ich euch schon einige Videos dazu gemacht und innerhalb des Fastens, was ja auch zum Essverhalten mit dazugehört, gibt es auch das intermittierende Fasten. Ja? Und ein Grund für dieses intermittierende Fasten ist nämlich, dass der Insulinspiegel nach unten, dass der Insulinspiegel wirklich nach unten geht. Und wenn er nämlich die ganze Zeit oben ist, dann habt ihr auch die ganze Zeit so das Gefühl, ich möchte was essen. Ich bin die ganze Zeit so im Essensmodus. Und das ist ein Problem. Und das habt ihr natürlich eben nicht bei dem intermittierenden Fasten, wenn der Insulinspiegel wieder nach unten gefallen ist. Weil dann wartet ihr so lange, bis dann tatsächlich wieder Hunger kommt. Und das Hungergefühl ist ganz interessant zu beobachten. Das ist nicht etwa im Bauch, das Magenknurren. Das ist nicht das Hungergefühl. Das Hungergefühl ist ungefähr im Hals sitzt das. Die meisten, wenn der Magen ein bisschen rumpelt, denken, oh, das sitzt der Hunger, mein Magen knurrt. Dachte ich auch. Ist es aber nicht. Wenn ihr noch ein Stück wartet, erkennt ihr, was Hunger ist. Und der ist hier, in der Gegend kommt der Hunger. Nicht im Bauch. Ja, dass der Magen einfach plötzlich nichts mehr zu tun hat und krummelt und rumpelt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ihr Hunger habt. Aber wir interpretieren das eben so. Und ja, ein Vorteil vom Fasten und natürlich auch vom intermittierenden Fasten ist, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ich habe die Buchrezension damals von dem Herrn Professor Dr. Leitzmann, ich verlinke euch das oben, wenn ich das noch finde, und das Buch verlinke ich euch auch unten. Da geht es darum, wie Fasten aus wissenschaftlicher Sicht gesehen wird. Es gibt da sehr viel alternativmedizinische Literatur und auch sehr viel nicht wirklich Wissen, was ein wissenschaftlicher Konsens ist. Aber wo es einen Konsens gibt beim Fasten, Fasten und intermittierendes Fasten, ist, dass sie eine positive Wirkung auf die Entzündungen haben. Weil der Körper nämlich, weil er eben nicht mit der Verdauung beschäftigt ist, die Möglichkeit hat, sich um die Entzündungen zu kümmern und dass die Entzündungen nach unten fahren. Und entsprechend ist intermittierendes Fasten oder Fasten immer eine gute Sache. Die Problematik bei den ganzen Fastensachen ist, dass es natürlich beim Fasten eine sogenannte, oftmals sogenannte Fastenkrisen gibt. Das heißt, ich habe ja auch schon ein paar Mal gefastet, die Videos habt ihr vielleicht gesehen.
Und in diesen Fastenkrisen, ja, kann es dann zum Beispiel zu Heißhungerattacken auch kommen. Und da kann es dazu kommen, dass man seelisch nicht im Gleichgewicht ist. Das heißt, das Fasten muss wirklich gut ausgeführt sein, wohlbedacht und kann man nicht in seinen Alltag integrieren. Aber mir ging es ja darum, ich möchte das Essen irgendwie, also mein Essen im Alltag irgendwie besser gestalten. Und ja, und dann sind wir quasi hier bei diesem Punkt, dieses intermittierende Fasten. Der Sinn dieses intermittierenden Fastens, kann ich das nicht irgendwie hier in mein natürliches Essverhalten mit integrieren? Und da habe ich mich erinnert, ich habe doch mal was gemacht. Und ja, da kommen wir gleich wieder sozusagen hin. Und zwar ist das, dass ich einmal am Tag esse. Ich esse einmal am Tag. Nun seit wieder 2 Wochen. Ich habe das schon mal gemacht für 1 bis 2 Jahre. Und das war in der Phase, wo ich auch sehr viel abgenommen habe. Ich habe innerhalb von 10, 15 Jahren habe ich 70 Kilo abgenommen. Und 1, 2 Jahre davon hatte ich auch mit diesem eine Mahlzeit pro Tag Ansatz auch abgenommen. Und dort war es so, dass ich komplett ungesund gegessen habe. Meistens bin ich zu Subway gegangen, habe mir 2 große Subs geholt mit x-fach extra Käse und 8 von den Cookies. Und kalorientechnisch, keine Ahnung, muss mordsmäßig viel gewesen sein. Ich habe trotzdem abgenommen. Und das fand ich halt extrem bemerkenswert. Und das ist mir nämlich wieder in den Sinn gekommen. Und das habe ich jetzt einfach mit der Rohkost verbunden. Und ja, bei dem intermittierenden Fasten, also rein von biochemischer Seite, ich habe da jetzt auch natürlich auch bei PubMed wieder geschaut, was könnte man da für Studien, was gibt es da für Studien zum intermittierenden Fasten und so weiter, also wenn man wenig pro Tag isst. Und da kommt nämlich genau das, da sind wir beim Insulin, es ist eine verbesserte Glukoseregulation zu verzeichnen, wenn man, sag ich mal, intermittierend fast einmal am Tag essen. Das heißt, die Glukose Regulation wird verbessert. Das ist hier so der Kernpunkt, auch so ein bisschen aus Bio-Schema-Sicht. Und was auch festgestellt wurde in der Studie, wenn man einmal pro Tag isst, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgegangen sind bei gleicher Kalorienaufnahme. Und das heißt, einmal, die Studie verlinke ich euch unten, vielleicht blende ich hier euch auch was ein. Und genau, einmal pro Tag essen. Und ich sagte bereits, seit 2 Wochen mache ich das. Seit 2 Wochen. Und in den 2 Wochen habe ich 5 Kilo verloren, ohne das Gefühl gehabt zu haben, oder ohne jetzt das Gefühl zu haben, dass ich in irgendeiner Weise hungere. So. Dieses ist aber ein Prozess auch der Gewöhnung gewesen. Also das möchte ich dazu sagen. Also wenn man einmal pro Tag isst, dann ist es auch ein Prozess der Gewöhnung. Also es geht nicht jetzt von heute auf morgen, sondern bei mir hat es jetzt so, ich würde sagen, so 3-4 Tage gedauert, bis man sich daran gewöhnt hat. Und dann freut man sich tatsächlich auf diese eine Mahlzeit. Und in dieser einen Mahlzeit isst man sich natürlich satt, isst man sich total satt. Und das ist auch extrem wichtig, dass man dieses Sattgefühl hat, was hier ausgehend von unserer Reinhauenzeit evolutionär eben auch so designt wurde. Dass wir uns satt essen zu diesem. Und dass wir dann nicht darauf achten, auf irgendwelche Kalorienrestriktionen, sondern esst euch wirklich satt. Oder ich berichte ja von mir heute. Ich esse mich tatsächlich richtig satt, sodass ich nicht nochmal Hunger habe. Ich verschiebe diese Mahlzeit, bei mir persönlich ist es ganz gut, ich stehe meistens so zwischen 6 und 8 auf und verschiebe diese Mahlzeit bis 15, 16 Uhr. Dort esse ich dann diese große Mahlzeit. Und wie schon sagte, man gewöhnt sich dran. Und das Positive jetzt, nachdem man sich dran gewöhnt hat, ist wirklich, man hat ein ausgezeichnetes Körpergefühl. Also das ist wirklich so dieses Körpergefühl für den eigenen Körper. Ist unglaublich nach oben geschossen, dieses Körpergefühl. Neue Lebensqualität ohne Ende. Ich bin total begeistert. Ich hatte auch 2 Tage, wo ich meine Mahlzeit gegessen habe, 15, 16 Uhr. Also ich habe es jeden Tag geschafft, wirklich bis zu dem Zeitpunkt zu warten. Aber ich hatte dann so um 8 und 9 vom Schlafengehen nochmal so einen leichten Hunger.
Und am Anfang sowieso, aber an den 2 Tagen bin ich dem nachgegangen und hab da was gegessen. Wayne, passiert. Aber dann nicht deprimiert sein, boah, ich hab's nicht geschafft, sondern weiter wirklich daran arbeiten und weiter. Das ist natürlich am nächsten Tag etwas schwieriger, weil man hat im Kopf, oh, ich habe ja gestern gar nicht das so gehalten und jetzt ist eh alles vorbei und so, sondern man muss wieder zurückgehen. Und manchmal ist es auch schwer. Ich hatte zu Weihnachten, war ich eingeladen bei meinen Eltern zum Essen und habe dann 12 Uhr gegessen, quasi kurz nach dem Aufstehen. Und dann wirklich nichts mehr zu essen, bis man dann irgendwann ins Bett geht, das war schon nicht einfach, aber da habe ich es geschafft. Und an einem relativ einfachen Tag habe ich dann irgendwann abends noch solche Möhrencracker gegessen. Und ein Tipp, den ich euch geben kann, während dieser Zeit, wenn ihr das auch probieren wollt, ist, dass ihr sehr viel trinkt. Das Trinken ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, also dieser Punkt ist echt essentiell. Und gerade weil ihr in der Mahlzeit vielleicht nicht unbedingt darauf achtet, auf eure Nährstoffe, weil ihr einfach dann Appetit habt und euch freut aufs Essen und das richtig genießen wollt, so, weil wir sind ja so konditioniert, dass Essen Genuss ist, ich hatte das schon gesagt, das ist nun mal die Kultur, in der wir leben und da können wir uns alle nicht frei machen. Auch ich, der aus Sicht von anderen schon karg lebt, bin immer noch jemand, der auch sich freut, wenn er das Essen genießen kann. Nur habe ich erkannt, dass das eigentlich oder dass das eine konditionierte Verhaltensweise ist. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich noch existent. Das muss man eben dann auch sehen. Und wenn ihr dann mal eine Mahlzeit esst und die ist vielleicht nicht so gesund, dann macht es Sinn, wenn ihr trinkt, und das mache ich, dass ihr die ganze Zeit, wenn ihr trinkt, immer irgendwelches grüne Pulver oder gepresste Sprossen, also entsaftete Sprossen und sowas mit reinhaut in euren Drink. Nutzt kein Obst, also alles, was ja den Blutzuckerspiegel nach oben ballern lässt, wenn ihr einen Hauch Orangensaft reinmacht oder sowas, dann wird es nicht so krass sein. Man spricht da von 100 bis 200 Kalorien aus den Kohlenhydraten, die dazu führen, dass der Insulinspiegel dann anspringt. So, und ansonsten, also so anspringt, dass ihr dann wirklich Hunger habt. Aber verzichtet komplett auf Obst, während ihr trinkt, also Obstsäfte oder sonst was. Nehmt einfach Wasser oder Tee und nehmt, zumindest wäre es meine Empfehlung, grünes Pulver rein. Ich mache jetzt mittlerweile noch rein Reishi-Pilze und auch Spirulina. Das tue ich auch mit rein. Das heißt, da sind durchaus auch ein paar Proteine mit enthalten, aber alles in einer sehr geringen Dosis. Also ich habe so, eine 2 Liter Flasche, die ich mir dafür geholt habe. Ich kann euch die unten mal verlinken. Das ist aus Neuseeland, eine Firma, die ökologisch arbeitet. Und das Ding ist komplett aus Metall, weil wenn ich da täglich draus trinke und das meine lebenslange Flasche ist, da habe ich dann entsprechend auch etwas investiert und bin aber total zufrieden mit dieser Flasche. Und ja, und auf jeden Fall, und da trinke ich den ganzen Tag draus quasi Kräuter- oder Früchtetee meistens und mache dann 1 Esslöffel insgesamt Pulver rein. Und was ich jetzt auch noch gemacht habe, so Tropfen Pfefferminzöl. Das schafft ein bisschen geistige Klarheit und erfrischt die ganze Sache. Alternativ wäre auch Orangenöl möglich. Aber wenn ihr ätherische Öle kauft, dann bitte nur wirklich in Lebensmittelqualität. Ich kann euch, wenn ich da auch noch dran denke, mal meine beiden Öle, Pfefferminzöl und Orangenöl, was ich in Lebensmittelqualität gekauft habe, auch unten verlinken. Aber das ist dann eher so, da peppt man das ein bisschen auf. Und man kann dann auch, wenn man in diesem Trinkmodus ist, auch wunderbar experimentieren mit, hey, ich probiere mal das Pulver, ich probiere mal das Pulver, alles kaum Kalorien, viele Nährstoffe. Wahrscheinlich ist es nicht der große Effekt, ob ihr Weizengraspulver oder Gerstengraspulver nehmt, aber ihr könnt euch da ein bisschen sensibilisieren für diese verschiedenen Pulver und das macht auch so ein bisschen Spaß. Das ist immer wieder bei unserer Kultur, ne? Es macht Spaß, es ist Genuss, das hilft euch dabei. Und so sieht meine Ernährung derzeit aus, dass ich den ganzen Tag grüne Säfte trinke und ja, verdünnte grüne Säfte könnte man sagen. Ich presse halt auch meine Sprossen jetzt aus. Früher habe ich sie einfach so gegessen. Manche esse ich zur Hauptmahlzeit dann ebenso. Machen zum Beispiel oftmals einfach nur einen großen Salat. Allerdings mittlerweile auch ohne Öl. Ich habe komplett verzichtet auf Öl. Wenn ich mir ein Dressing dazu mache, dann ist das immer selbst gemacht und eigentlich ausschließlich aus Leinsamen als Fettquelle oder aus Hanfsamen. Aufgrund der Omega-3 Fettsäuren, die ich natürlich jeden Tag versuche auch zu mir zu nehmen. Genau. Also von daher,
Ja, wäre das so meine Inspiration an euch, das wäre das, was ich seit 2 Wochen, zumindest jetzt, wo ich dieses Video drehe, erfahrungsgemäß kommt das in 1-2 Wochen wahrscheinlich erst, wahrscheinlich in 3-4 Wochen. Insgesamt sozusagen, keine Ahnung, bei mir ist es immer so, ich produziere immer so zwischen 7 und 20 Videos vor und dann mache ich das, dann mache ich das, wie gerade so der Flow ist, was ich an diesem Tag präsentieren möchte. Deswegen kann ich nicht sagen, wann dieses Video kommt, ist aber auch irrelevant, weil zum Zeitpunkt des Drehens habe ich seit 2 Wochen diese Ernährungsform, eine Mahlzeit pro Tag und viel Trinken angewendet aufgrund dieser Zusammenhänge und fühle mich sehr gut damit und habe, wie gesagt, 5 Kilo abgenommen damit. Und ja, ich fühle mich nicht in irgendeiner Weise negativ, im Gegenteil, ein Muskelfaserriss, an den ich lange laboriere, der fühlt sich in den letzten Tagen richtig, richtig gut an. Und ja, also, das soll es von mir gewesen sein. Wenn ihr die Inspiration für euch als fruchtbar erachtet, dann freue ich mich immer, wenn ihr das Video einfach bei Facebook teilt oder auf irgendwelchen sozialen Plattformen, dass andere Menschen da auch sagen, hey, das finde ich gut. Oder das wäre eine Inspiration, was ich in meinem Leben anwenden könnte. So dass wir gemeinsam, sag mal, Bewusstheit für Ernährung etwas erhöhen und Menschen inspirieren, Dinge aus einem neuen Licht zu betrachten und die gesamte Gesellschaft dadurch wächst und auch zusammenwächst, weil der eine den anderen hilft, dann würde ich mich total freuen, wie bei jedem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns unten in den Kommentaren. Euer Christian.